und sie wiegt 70 Tonnen. Das Schiff wurde auf dem Wasserweg bis Oldenburg und dann weiter mit Schwertransportern über Nacht über den Landweg nach Bad Zwischenahn transportiert. Diese Überführung war eine Meisterleistung der Technik. Die Malerei am Bug des Schiffes zeigt das Zwischenahner Meerwappen, welches 1999 vom Vorstand der Reederei selbst entworfen worden ist. Im Mittelpunkt des Wappens, ringförmig eingeschlossen wie eine Perle, liegt die Puck. Sie war 1887 das erste dampfbetriebene Fahrgastschiff auf dem Zwischenahner Meer. Der Teufel und der Fels stehen für die Legenden rund um das Meer. Dazu später noch ein paar weitere Informationen. Die Möwe, das Segelboot, Himmel, Festland und Wasser runden das Bild harmonisch ab. So, und nun fahren wir über die Perle des Ammerlandes, das Zwischenahner Meer. Die Bezeichnung Ammerland übrigens bedeutet in unserem Sprachgebrauch am Meerland, also Land am Meer. Sollten Sie nicht aus dieser Gegend stammen, wird Sie vielleicht die Bezeichnung Meer überraschen. Doch hier in unserem Gebiet zwischen Weser und Ems nennt man alle Binnengewässer Meer. Wir leisten uns eben keinen See, sondern gerne etwas Meer. Lehnen Sie sich nun zurück, liebe Gäste, und hören Sie auf der Rundfahrt bei Kaffee, Tee, Kuchen, einer Speise oder einem Getränk interessante Informationen zur Geschichte dieses Sees und seinen angrenzenden Ortschaften. Unser Kapitän wird Sie nach der Rundfahrt wieder wohlbehalten in den Hafen bringen. Und eines ist ganz sicher, seekrank oder meerkrank werden Sie heute nicht. Wenn Sie jetzt links zum Ufer schauen, sehen Sie die Bauten der Kurverwaltung mit der flachen Wandelhalle. Hier finden viele Veranstaltungen für die Zwischenahner und die Zwischenahner-Gäste statt. Neben der Wandelhalle im Hintergrund, hinter den großen Bäumen, sehen Sie das Hotel Haus am Meer. Gleich werden Sie am Ufer gelegen, das 1874 erbaute ehemalige Kurhaus erblicken, das heute Büroräume der Gemeinde, eine Bibliothek, den Spiegelsaal und eine Gastronomie beherbergt. Das Kurhaus konnte sich aus finanziellen Gründen damals nicht halten und wurde 1895 von der Familie Dr. Alexander Niemüller erworben und in ein Sanatorium umgewandelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude eine Nachsorgeklinik mit fachärztlicher Betreuung und hatte einen ganz besonders guten Ruf. Aber 1997 wurde die Klinik im Zuge der Gesundheitsreform geschlossen. Im gleichen Jahr eine Kirche, die Sie unbedingt besuchen sollten. Rechts neben der Kirche liegt ein unter Naturschutz stehendes Vernässungsgebiet. Ja, das heißt so Vernässungsgebiet. Auf höher gelegenen Stegen führt ein Wanderweg hindurch. An seinem Rand gibt es zahlreiche Ruhebänke, sodass der Besucher die Stimme auch ein Zuhörer aus Hamburg geworfen und mit Ziegelsteinen erbaut. Von ihm stammt übrigens auch das berühmte Kielhaus in Hamburg, das mit dem Schiff gesteinert ist. Jetzt fahren wir am Seehotel Fährhaus vorbei. Und davor liegt der alte Fähranleger, heute aber zu diesem Hotel. Im Anschluss an das prächtige Seehotel Fährhaus sehen Sie den Uferkanal, der noch zum engeren Kurgebiet gehört. Wunderschön der große. Daneben erhebt sich die evangelische St. Johanneskirche, die schon 1124 das erste Mal erwähnt wurde. Die Kirche wurde mehrfach renoviert. Die jahrhundertealten Fresken, immer wieder über den Kanton, haben unsere heutigen Kirchenarchitekten mit viel Aufwand wieder zum Vorschein gebracht.
typische regelrechte Backstein aus fünf Winkeln wird absperren. Inzwischen Anna Meerfurt und gesagt, dass in Lohnstücke möglichst keine noch stehenden Häuser oder Bauten erstellt werden dürfen. Alte Stege, die nicht mehr sind, noch einen Tag dürfen nicht erneuert werden. Denn Thank you.